Gebrochen. Es ist 2022. Seit mehr als 3 Jahren streiken wir gemeinsam für Klimagerechtigkeit. Allein in Deutschland sind wir Hunderttausende Aktivistinnen, die immer wieder laut sind und nicht locker lassen. Wir haben erreicht, dass die Klimakrise ein wahlentscheidendes Thema war. Wir haben erreicht, dass die neue Regierung Klimaschutz versprechen musste. Wir haben den Kohleausstieg 2030 idealerweise wahrscheinlich erreicht, aber das reicht halt nicht. Also wir haben den Hashtag, reicht halt nicht. Wie viele schöne Wahlkampfversprechen haben wir schon gehört? Es wurde von einer grünen Transformation und einem Aufbruch in die 1,5 Grad konforme Politik der Ampel geredet. Doch die bisherige Arbeit der Regierung und der Koalitionsvertrag verdeutlicht, all das war nichts als leere Versprechen. Ich möchte nicht sagen Lügen, aber zumindest es waren leere Versprechen. In dem Augenblick, in dem wir nicht da sind, plant die SPD neue Gasprojekte, stürzt sich die FDP in fossile Ideologien und die Grünen vergessen, woher sie kommen. In dieser Legislatur ist nichts selbstverständlich. Wenn wir mehr Klimawende als Klimakrise sehen wollen, müssen wir dafür einstehen und auf die Straße gehen. Wir wissen, was nötig ist und wir wissen, dass es möglich ist. Ohne uns bleiben die Lösungen der Regierung scheinheilig, profitorientiert und völlig unzureichend. Um das zu verhindern und für die klimagerechte Welt zu kämpfen, gehen wir heute auf die Straße. Ja, Menschen statt Profit.